Die Korrektur der Hornhautverkrümmung mit einer Fakenlinse, einer ICL, ist sehr präzise. Wir können Hornhautverkrümmungen korrigieren, die mit dem Laser nicht korrigierbar sind. Eine Hornhautverkrümmung bis 6 Dioptrien ist mit einer ICL-Linse korrigierbar. Falls ein Patient noch eine höhere Hornhautverkrümmung haben sollte, ist diese auch mit dem Laser zusätzlich kombinierbar. Das heißt, wir können auch Hornhautverkrümmungen von 8 Dioptrien oder 9 Dioptrien korrigieren. Dieses geschieht nicht sofort, aber nach einem gewissen Zeitabstand. Wenn wir die Hornhautverkrümmung mit dem Laser korrigieren, hier haben wir eine Antwort der Wundheilung und eine Antwort der Biomechanik der Hornhaut. Bei einer Korrektur mit einer Plastiklinse ist diese Antwort der Wundheilung minimal. Deswegen ist die Präzision der Korrektur der Hornhautverkrümmung und auch anderen Fehlsichtigkeiten mit einer Fakenlinse extrem präzise und extrem gut vorhersagbar.